22. Oktober wählt das Schweizer Volk ein neues Parlament. Aus dem Wahlkreis Willisau bewerben sich 5 Kandidierende um einen von den 9 Luzerner Sitz im Nationalrat. In vino veritas, im Wein liegt Wort, sagt man. Wird das auch bei unseren Politikerinnen und Politikern, die wir eingeladen haben, der Fall sein? Heute am Stammtisch die SP mit Anja Meier. Anja Meier, welches sind Ihre 3 Lieblingsgäste für den Stammtisch? Ein Stammtisch, das lebt für mich von engagierten, direkten Diskussionen. Besonders interessant finde ich es, wenn unterschiedliche Meinungen dort zusammenkommen. Darum, wenn ich einen Stammtisch könnte zusammensetzen, wären dort einerseits der alte SVP-Bundesrat Adolf Oggi mit dabei. Ich finde ihn eine sehr spannende und auch sehr nahbare Persönlichkeit. Zweitens Carla Del Ponte, Schweizer Bundesanwältin und ehemalige Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Ihren Einsatz für Gerechtigkeit und Aufklärung von Kriegsverbrechen finde ich sehr inspirierend. Und nicht zuletzt hätte ich gerne noch die Patti Basler dabei. Ihren bissigen Humor finde ich wahnsinnig toll. Und ich glaube, ein bisschen Humor, das kann auch an einem Stammtisch nicht schaden. Durch wer oder was sind Sie politisiert worden? Während meiner Schulzeit habe ich diverse kontroverse Sparmaßnahmen miterlebt, vor allem auch im Bildungsbereich. Und während meiner Schulzeit hat mich das sehr geprägt und auch aufgezeigt, dass Politik uns alle betrifft. Zweitens habe ich auch mehrere Abstimmungswahlkampagnen miterlebt während meiner Jugend, die sich sehr explizit auch gegen Ausländerinnen und Ausländer gerichtet hat. Die Erfahrungen, die hat mich aufgeschreckt, aber auch mobilisiert, sodass ich mich für eine offene Gesellschaft und auch für eine sozialere Schweiz engagieren. Sie machen klassisch linke Politik. Gibt es trotzdem Bereiche, wo Sie von der Parteilinie abweichen? Ich bin eine Sozialdemokratin. Soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung, Klimaschutz, das ist mir sehr wichtig. Da gibt es nichts daran zu rütteln. Gleichzeitig ist mir trotz Beitritt zu einer Partei immer noch ein eigener Mensch mit einer eigenen Haltung, die man auch nicht am Eingang abgibt. Also ich glaube, es gibt niemanden, der in einer Partei ist, der zu 100% mit jedem Buchstaben von einem Parteiprogramm immer einverstanden ist. Darum finde ich es wichtig, dort auch zu diskutieren, verschiedene Meinungen haben Platz, einen Konsens zu finden. Und das gibt es also durchaus auch bei mir. Sie haben jahrelang den Blauen Ring Willisau in einem Co-Präsidium geleitet. Gibt es Fähigkeiten, die Ihnen in dieser Funktion als Politikerin helfen? Die Jubla ist wie so viele andere Vereine ein Ort, wo unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenkommen und sich für unsere Gesellschaft engagieren. Das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Jetzt konkret hat es mich eben gelernt, mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen, zuzulassen und nicht zuletzt auch ein bisschen spontan zu sein. Ich glaube, das sind Eigenschaften, die im Politalltag nicht ganz unnütz sind. Sie wohnen in Willisau, arbeiten in der Stadt Zürich. Sind Sie mehr Landei oder sind Sie Städterin? Sowohl als auch. Also Stadt und Land haben beides schöne Seiten zu bieten, die ich nicht möchte missen. Darum bin ich einerseits sehr gerne Hinterländerin, andererseits finde ich es auch wichtig, den Blick über den Tellerrand nicht zu verlieren und auch das Bewusstsein haben für andere Lebensrealitäten, gerade in der Politik. Darum sowohl als auch. Und der Stadt-Land-Graben ist aus meiner Sicht ohnehin größtenteils auch herbeigeredet. Die grosse Herausforderung von unserer Zeit, die betreffen uns alle gemeinsam. Welches Thema sollte grundsätzlich in der Politik mehr Beachtung finden? Die Bekämpfung des Klimawandels ist die grösste Aufgabe unserer Generation. Ein Grossteil der Bevölkerung hat das erkannt. Man trinkt aus matschigen Kartonröhrchen, probiert weniger zu fliegen, tut das PET-Fläschchen recyceln. Also das ist schön und gut, das ist wichtig. Gleichzeitig finde ich, müssen effektive und wirksame Klimapolitik auch bei den wahren oder bei den grösseren Verursacherinnen und Verursachern ansetzen. Gerade kürzlich hat eine Oxfam-Studie gezeigt, dass ein Milliardär so klimaschädlich ist wie 1 Million Menschen und der Schweizer Finanzplatz verursacht ein Mehrfaches an Treibhausgasemissionen als die gesamte Schweizer Bevölkerung zusammen. Darum finde ich, in der Klimapolitik müssen wir mehr über eine sozial gerechte über sozial gerechte Klimapolitik und Massnahmen zur Finanzierung der Investition in die ökologische Wende reden. Anja Meier, merci vielmals für das Gespräch. Vielen Dank.